Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Und ich glaube, wir wollten los eigentlich nach Flusswald, wo wir das Horn von Jürgen Windrufer, beziehungsweise den Dieb des Horns von Jürgen Windrufer treffen wollten. Bevor ich das aber mache, ich habe mir überlegt, ich mache doch noch eine schmiedetechnische Sache. Würde ich gerne machen, und zwar, ich würde gerne mal, wie war das denn, Korundum-Erz war das nicht, das war, Orichalkum-Barren habe ich. Das kann ich nicht zu Stahl, aber ich habe Stahlbarren. Warte mal, zwei Stahlbarren. Ich glaube, ich brauchte zwei Stahlbarren. Nehme ich gerade mal mit. Und? Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Ja, freut mich, Sigurd. Sigurdsson. Und dann gehe ich mal hier an den Schleifstein. Und gucken wir mal den Stahldolch an. Und kann das nicht machen, weil mir die erforderliche Fertigkeit fehlt. Oh, okay. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen intensiver schmieden in der nächsten Zeit. Okay, dann bringe ich die zwei Stahlbarren wieder zurück. Das gefällt mir. Das hatte ich, glaube ich, schon mal probiert, ne? Das hätte ich mir jetzt sparen können. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe im Moment zu viel zu tun, um mich zu unterhalten. Das freut mich. Er will nicht unhöflich sein, kommt aber mit mir direkt in die Wohnung rein. Legt sich direkt zu mir ins Bett. So, sonstiges. Stahlbarren. Ich will dir die. Oh, hey. Jedes Mal will ich die ausrüsten, wenn ich sie ablegen will. So, wir haben hier übrigens noch Seelensteine, 6 Stück. Gewöhnliche Seelensteine. Die könnten wir eigentlich auch mal. Weißt du was? Die können wir eigentlich mal unten reinpacken. Hier ist ja das Zeug, das wir verkaufen und oder verzaubern wollen. Und da könnte ich doch gerade mal die Seelensteine reintun, die ich schon gefüllt habe. Das ist dieser hier und dieser hier und dieser hier. Gut. Und nach Flusswald würde ich sagen, reisen wir schnell, weil die Strecke kennen wir ja schon. Das ist kein Problem. Das ist nichts Neues. Da würde ich sagen, gehen wir da mal ganz schnell hin. Du kannst von diesem Ort nicht schnell reisen. Okay, muss ich nochmal nach draußen gehen? Jetzt vielleicht? Ja. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir sollten uns eben im Gasthaus treffen. Von daher, wenn es jetzt Abend ist, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Okay, ich komme von der anderen Seite rein. Hätte ich es nicht vermutet, aber egal. Wir schauen uns mal im Gasthaus um, wer das. Ich sollte irgendein bestimmtes Zimmer mieten, ne? So war das. Ich sollte ein bestimmtes Zimmer mieten. Sven, ach ja, genau, dich kennen wir schon. Und du? Oh, hi. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich möchte ein Zimmer mieten. Ich möchte nicht schnüffeln. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Okay, ich möchte das Dachzimmer mieten, bitte. Das Zimmer unter dem Dach? Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Ach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Auf der linken Seite hier also. Hier? Und jetzt? Übernachten oder was soll ich machen? Triff dich mit dem Dieb in dem Haus. Leider fand ich so. Sollen wir mal schlafen? Ah ja. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Delfin? Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Ihr habt das Horn von Jürgen Windrufer? Folgt mir. Okay. Wir holen uns wieder, was vor uns gehört. Ihr Dieb. Delfin, der Dieb. Die Diebin. Den Frevel seit Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten. Nun können wir reden. What the fuck? Ich habe hier übernachtet, oder? Habe ich nicht hier übernachtet? Nee, war die andere Seite auch. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Ist hier ein Drachen hier unten, ne? Nee. Die Fremden mit Schwertern. Die haben alle ihre geheimen Räume, ne? Unglaublich. So, Delfin, was ist los? Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Ich denke, sie haben recht.
Seid ihr diejenige, der Song erwartet? Entschuldigung, dass wir jemanden treffen. Ich. Die Raubärte haben recht, ich bin ein Drachenblut. Das hoffe ich. Aber seht mir nach, wenn ich nicht gleich an etwas glaube, nur weil die Graubärte es behaupten. Was? Ich habe euch gerade das Horn von Jürgen Windrufer gegeben. Bin ich damit auch ein Drachenblut? Ihr solltet besser einen Grund dafür haben, mich hierher zu verschleppen. Nur so konnte ich sicher gehen, dass dies keine Falle der Talmor war. Die Talmor. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Das stimmt. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Ich bin ganz Spitzohr. Sprecht weiter, ich höre zu. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Gut, und woher weiß ich, dass ich euch vertrauen kann? Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Ich wusste ja nicht, dass ihr es seid. Warum habt ihr denn das Horn aus Ustengraf entwendet? Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Und warum sucht ihr ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Das also. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Ja, das kann ich. Ja, so habe ich erfahren, dass ich ein Drachenblut bin. Und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Und was ist der Haken an der Sache? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Und wieso denkt ihr das, dass die Drachen wieder zum Leben erweckt werden? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Wie habt ihr das alles denn herausgefunden? Das solltet ihr wissen. Ihr habt die Karte für mich besorgt. Den Drachenstein, den ihr für Farengar besorgt habt. Wisst ihr noch? Ja. Stimmt. Ihr wart in der Drachenfeste, als ich ihn ihm gab. Ihr habt also tatsächlich aufgepasst. Ich habe veranlasst, dass Farengar den Drachenstein für mich besorgt. Das ist meine Aufgabe. Ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass die Dinge geschehen. Ihr seid ja auch schließlich hier. Was ist das denn für ein Club, wo ihr hier... Was ist das denn hier für eine Vereinigung oder was? Na egal, erstmal, der Drachenstein war eine Karte? Ja, eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künishain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. So, und wo soll es hingehen? Künishain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Machen wir das jetzt? Okay, ich bin noch nicht ganz bereit, um zu gehen. Wir machen erstmal diese Nesselfluch-Sache, würde ich sagen. Ich kann nicht warten, bis ihr eine Entscheidung trefft. Wir treffen uns in Künishain. Vergeudet auf dem Weg dorthin keine Zeit. Ja, nur ein bisschen Zeit.
So. Und jetzt? Oh. Oh, sie hat sich kampfbereit gemacht. Machen wir uns auf den Weg nach Künesheim. Warte. Also das Horn von Jugend Windrufer müssen wir zu Arngeier bringen natürlich. Das lasse ich mal aktiv, das können wir irgendwann mal unterwegs erledigen. Eine Klinge im Dunkeln findet den Drachenfriedhof. Beziehungsweise nicht, ich mache die bei beiden nochmal aus. In höchster Not ist das und Verschiedenes. Da haben wir es auch nicht aktiviert. Machen wir jetzt erstmal den Segen der Natur. Bringe Nesselfluch in deinen Besitz. Kann ich jetzt eigentlich hier in dem Zimmer, das ich gemietet habe? Ich meine, ich habe immerhin 10 Gold bezahlt. Ich weiß, das war ein Trick und alles und also was heißt ein Trick? Ein Code. Aber sollte man nicht hier vielleicht... Ordner, ich bin auf Reisen. Ihr übernehmt die Taverne, bis ich zurück bin. Ja, gute Reise. Okay. Ich mache hier mal zu, ne, damit vielleicht nicht jeder weiß, was hier passiert. Ihr seid Ordner, ne? Ja. So, ich gehe mal hier rein. Ich hoffe, ich kann hier schlafen. Ja, ich kann hier schlafen. Okay, wir haben 8 Uhr abends. Dann schlafen wir doch einfach mal 11 Stunden. Dann müsste es eigentlich, wenn ich jetzt nicht schon, mich schon wieder verrechne, wie ich es eigentlich immer tue, dann müsste es eigentlich 7 Uhr morgens sein. Das ist doch eine gute Zeit, um aufzubrechen. Gut, ich bin gut ausgeruht und aufgewacht. So, dann gehen wir mal los, würde ich sagen. Künesheim liegt in diese Richtung. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Wir treffen uns dann dort. Macht's gut. Ich gehe erst nochmal hier, Nesselfluch. Da muss ich irgendwie so hier Richtung Helgen und dann hier so abbiegen, ne? Ja. Über die Berge komme ich wahrscheinlich nicht drüber. Dann gehen wir mal los. Vielleicht können wir unterwegs auch noch die eine oder andere Seele fangen. Ich trödel nicht, ich laufe. Strammen Schrittes. Hier, seht. So stramm laufe ich. Und nicht so. Sondern so. Aber auch nicht so, das wäre übertrieben. Guck mal, da drüben ist doch eine Nierenwurz, wenn ich das richtig sehe, oder? Was ist hier? Nest mit Schlachterfischeiern. Das räumen wir mal aus. Und da drüben. Ja, das ist eine Nierenwurz. Die sammeln wir mal. Ich hab so das Gefühl, die kriegen wir irgendwann mal eine Quest für. Hab ich so das Gefühl. So, dann sind wir wieder unterwegs auf Reisen. Ich hätte jetzt eigentlich auch schnell reisen können, weil bis Helgen die Strecke kennen wir eigentlich auch. Aber wie gesagt, vielleicht treffen wir unterwegs irgendwie irgendwas, dessen Seele wir einfangen können. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, hier wollte ich nicht hin, ne? Ich gehe schon wieder. Tschüss. Alles gut. Alles Glut. Gleichsmesser, ne? Sowas. Frechheit. Das Wetter ist heute nicht so gut. Wobei, vielleicht klart es ja noch auf. Es ist ja noch sehr früh. Das ist ja immer so ein bisschen beim Wandern. Das am Anfang des Tages hängt noch der Nebel so in den Bergen drin. Irgendwann klart es dann auf. Wobei, heute sieht es nicht gut aus. Ne? Das sieht nicht gut aus. Nee. So, wir wollen erstmal nach Helgen. Da geht's hier lang. Ah, alles klar. Warte, hier ist noch eine Distel. Ach, das war ein Fuchs. Ich dachte eben, es wäre ein Wolf. Ich wollte es doch mal ein bisschen schneller laufen hier. Ach, das ist der Fuchs. Der wäre so laut gewesen. Wo geht's denn hier nach Helgen? Hier hoch? Die Abkürzung, oder? Ja, da vorne sehe ich es schon. Da vorne ist es schon. Was ist das hier für ein
Gebäude, was ich hier auf der auf dem Kompass sehe. Ist das hier vorne das? Kann ich das entdecken oder ist das hinterm Berg irgendwo? Ich könnte mal speichern zwischendurch, ne? Ja, das ist wohl irgendwo dahinter. Ne, komm. Ich geh mal außen rum. Helgen ist eh kaputt. So, mal ganz... Wer spricht denn hier? Na, egal. Mal ganz kurz schauen, wo muss ich lang? Das ist die richtige Richtung, in Richtung der Tatze. Weil ich eigentlich auch auf dem Weg gehen könnte, ne? Ist das schon hier rein? Ne, das ist die nächste rein, ne? Ja, die nächste. Die nächste Schlucht. Naja, Schlucht ist es nicht. Ding halt. So, was haben wir hier? Schneebeere. Lecker, lecker, lecker. So, dann hier rein, würde ich sagen. Und da wir nicht wissen, was uns erwartet, machen wir mal den Schleichmodus. Und rüsten uns vielleicht auch schon mal aus. Mit unserem Bogen natürlich. Schleichen wir ein bisschen außen rum. Da sehe ich doch schon jemanden. Oder? Nee. Hexe. Ah. Das ist alles, was ich kann, aber es reicht ja offensichtlich. Nur die Frage... Ah! Da! Da seid ihr also. Lass mich mal den Frostbiss nehmen. Oh. Boah, das ist kein... Alter, das ist ein bisschen hart, was die da abziehen. Kleine Heilung. Heilung haben wir noch 6 Stück. Dann nehmen wir doch mal 1, 2 und 2 kleine. Ja, bei euch habe ich keine Angst. Aber da drüben, was auch immer mich beschießt. Nochmal speichern. Gut, dass ich Resistenz gegen Feuer habe, ne? Sonst wäre das wahrscheinlich noch übler ausgegangen.
Warte mal, bis das Auge sich schließt. Die haben natürlich die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt, diese blöden Hexen. Ich wollte eigentlich hier hinter dieses Holzding. Ah, ich sehe da hinten jemanden laufen, ja. Ah ja, die waren hier und da drüben ist irgendwie... Ah. Er hat mich entdeckt, echt? Oder wer hat mich entdeckt? Ja, hier ist sonst nichts. Ja. Was? Obwohl, es ist nicht so viel Schaden wie ich. Verflucht. Gerade nicht. Kann ich aufhören zu brennen, bitte? Da ist noch einer von diesen blöden Hexen. Was hat die für eine Reichweite, sag mal? Wo sind die anderen hin? Ja, ich hau erstmal ab. Ich geh erstmal in Deckung. In Deckung vielleicht irgendwo hier. Oh. Die für eine Reichweite, hör mal. Alter Schwede. Ich warte, bis das Auge sich schließt. Wenn die blöde Hexe da nicht von hinten angekommen wäre, hätte das vielleicht anders ausgehen können, oder? Warte mal, ich habe einen Stufenfortschritt. Den hebe ich mir vielleicht mal auf, weil da heilt man ja auch komplett hoch, wenn man den nutzt. Vielleicht kann ich das dann nutzen irgendwie, wenn ich gerade hier mich mit der angelegt habe. Was ist das? Hat die eine Reichweite? Guck mal, ich komm, weiß, wie weit das ist? Es dauert jetzt ewig, bis ich dahin geschlichen bin. Was, die sieht mich doch eh. Ich gehe wieder hinter dieses Holzding. Mach ich überhaupt. Entweder treffe ich nicht und das macht du. Ah, ein bisschen Schaden macht, okay. Ich hab hier lieber gegen Drachen.
Pfeile, ne? 17 Pfeile nur noch. Aber gut, ich habe nur ein paar Eisenpfeile und andere. Ja, mache ich gleich. Mache ich jetzt. Vielleicht machen wir irgendwas mit Bogenschießen, ne? Wir haben auf jeden Fall... Ja, wir gehen nochmal auf Gesundheit. Was wäre denn... Schießkunst? Bögen bewirken 60% mehr Schaden. Mach mal. Wahrscheinlich heilt die sich dann, wenn ich sie ganz runter habe, ne? Macht sie jetzt? Jetzt habe ich sie gleich. Jetzt habe ich sie gleich. Komm, komm, komm. Puh, endlich. Puh. Was? Epischer Pfeil, der daneben geht. Ja, jetzt heilt sie sich natürlich. Ja gut, guck mal, Bogenschießen ein bisschen leveln noch, ist ja gar nicht so schlecht, ne? Immer das Positive sehen. Wo ist sie jetzt? Ist er? Oh, schon wieder geheilt. Ich muss die noch ein bisschen runterkriegen und dann gehe ich einfach rüber. Oh Gott. Alter Schwede. Was für ein anstrengendes Stück Pfeilkunst. Jetzt habe ich hier schon 70 Millionen Pfeile rumliegen. So, jetzt erstmal her damit. Also Nesselfluch bringen wir erstmal in unseren Besitz. Schaden 7, ey. Warum wollten die das unbedingt haben? So, die Nordpfeile, die Hexenrabenfeder nehmen wir natürlich auch mit. Oh, die hat auch einen Seelenstein dabei. Und auch noch ein paar Eisenpfeile. So, eigentlich müssten hier auch noch irgendwo Pfeile rumliegen, ne? Vermute ich mal. Ich sehe aber keinen. Ich sehe hier keinen. Ah ja, Verzauberungstisch natürlich. Was haben wir denn in der Truhe noch drin? Ah ja, auch nicht schlecht. Ach, hier liegt ein Zweigling rum. Ah, ein Seelenstein, den hätte ich beinahe übersehen. Was haben wir da noch? Todesglockenblume nehmen wir natürlich auch mit. Und das da? Das ist nix. Das ist wohl nix. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das geschafft und wir haben auch exakt 30 Minuten
schon verbraucht in dieser, also nicht ganz exakt, aber bis auf die Minute genau, 30 Minuten. Und deshalb würde ich ja, ich habe mir ja vorgenommen, pünktlicher Schluss zu machen. Deswegen würde ich das jetzt machen. Wir können aber vielleicht gerade noch ganz kurz mal uns überlegen, also gut, den Nestfluch zurückbringen. Das muss ich natürlich nach Weißlauf. Hier das mit Delfin würde ich gerne machen und das Horn von Jürgen Windrufer natürlich auch bei den Graubärten abgeben. Mal ganz kurz schauen vom Trager. Ja, okay, wir haben 111 von 300. Das heißt, wir müssen auch nicht wirklich sofort nach Weißlauf zurück. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt hier hinten noch oben den Weg nach Ivarstadt, also diesen Pass hier nach Ivarstadt, damit wir können ja eigentlich schnell reisen, ne? Müssen den ganzen Weg nicht nochmal gehen. Das können wir eigentlich machen. Und dann müssen wir hier nach Kühneshain. Da haben wir noch nicht so viel aufgedeckt, wo wir schnell hinreisen könnten. Wir könnten dann nach hier da, wo die Banditen sind, zu den Waldheimer Türmen. Oder wir könnten hier auch zu der Beinbrecherhöhle. Und dann hier so lang irgendwie. Ja. Gucken wir mal. Also auf jeden Fall würde ich das mit einer Schnellreise machen. Das allerdings, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.